Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge haben wir hier einen kleinen Cut gemacht, weil ich davon ausgehe, dass das hier ein bisschen länger dauert. Und deswegen sprechen wir heute mit Fania. Sie kommen nicht mit uns? Große Güte. Gerade wenn man meint, dass man alles über Hellhälse und Totwasser weiß, was es zu wissen gibt, stolpert man über etwas Neues. Diese Trübmoor-Agonia sind ein erstaunliches Völkchen. Sie meinten, der Hist will, dass wir beide das zu Ende bringen. Wir beide? Ach, große Güte, was könnte ich denn da schon tun? Ihr seid hier die Heldin. Ich bin nur der ständig in Gefahr schwebende Bücherwurm. Und dennoch würde ich Xukas mein Leben anvertrauen. Und Yaxigorn auch. Wenn Sie meinen, wir beide sollten gemeinsam gehen, dann gehen wir beide gemeinsam. Falls ihr keine Einwände habt. Ja, die haben wir nicht und wir bekommen einen Streitkolben in Erfüllt vom Set Todwassertücke und einen Fertigkeitspunkt. Es wird nicht einfach, Cassandra aufzuhalten. Mit dem Stab der Saftsprecherin und einem solchen Vorsprung. Nein, ich will gar nicht daran denken. Ich bin hier, um wichtige historische Informationen und grenzenlose Zuversicht zu bieten. Also werde ich genau das tun. Wisst ihr etwas über diese Xanmeer, die wir betreten müssen? Nun, ich sollte euch darüber in Kenntnis setzen, dass wir den Bereich belegbarer Fakten offiziell hinter uns gelassen haben und nun in der Welt der Legenden und wilden Spekulationen sind. Wenn diese letzte Ruine Xultuxis war, dann muss diese nächste Xanmeer Vaakabog sein. Die Schale der Sonne, wenn ich mich nicht irre. Yaxigorn und Xukas sind überzeugt, dass das Residuum hier ist. Ich glaube, sie haben recht. Abgesehen vom Wort des Hists, was meiner Erfahrung nach immer immenses Gewicht besitzt, besagten auch die Legenden, dass die Xanmeer von Vaakabog einen großen Schatz in sich birgt. Das muss das Residuum sein. Nun sollten wir uns aber auf den Weg machen, ja? Wir müssen Cassandra aufhalten. In Ordnung, finden wir das Residuum und bringen diese Sache zu Ende. Ich bin direkt hinter euch, meine Freundin. Wollen wir hoffen, dass wir Cassandra noch einholen können? Was wisst ihr über diese Xanmeer von Vaakabog? Wie ich schon sagte, Vaakabog bedeutet in etwa Schale der Sonne. Ich vermute, dass die alten Agonier es einst als einen Ort nutzten, um die Vaakasteine mit Macht zu erfüllen. Einschließlich des Khajiin-Jat-Kristalls. Wahrlich bemerkenswert. Ist es eine Art Tempel? Ein Tempel? Oh nein, nein, nein. Ein Tempel würde Anbetung bedeuten. Die Agonia beten nur den Hist an und verehren Sitis. Abgesehen davon habe ich keine relevante Varianz in ihren religiösen Bräuchen gefunden. Es war wohl eher ein, ich weiß nicht, Garten? Garten? Ja, ein Ort, wo ihre Vaakasteine die Kraft der Sonne aufsaugen und an Macht gewinnen konnten. Natürlich könnte ich mich auch völlig irren. Wir waren schließlich noch nicht im Inneren. Wir sollten es wohl hinter uns bringen, oder? Wenn Cassandra nicht aufhört, werden wir sie bekämpfen müssen. Seid ihr bereit dafür? Ich vermute, dass ihr hofftet, dass ich ja sage, oder? Ehrlich gesagt, hoffe ich, dass es nicht so weit kommt. Aber Cassandra war bereit, mich sterben zu lassen, nur um euch von ihrer Spur abzulenken. Sie ist nicht die Person, für die ich sie gehalten habe. Ihr werdet tun, was getan werden muss. Ich stehe euch bei. Das hört man doch gerne. Und ich bin ganz ehrlich, das ist in der Richtung. Ich werde jetzt mal eben hier oben rumlaufen. Und mal kurz, bevor wir jetzt hier starten, den Wegschrein freilegen. Weil wenn ich das nämlich vergesse, das wäre nicht so günstig. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das Reinkommen war, glaube ich, noch nicht so kompliziert. Aber ich meine, der Weg da drin, der war ein bisschen kompliziert. Oder das ist nur gewesen, wenn man... Hier rum müssen wir. Ja, bleibt doch überall hängen. Wenn man hier so ein Teil holt. Ich weiß, dass ich hier in der Gegend schon mal war und irgendwas Spezielles gesucht habe. Doch, das ist das Weiße hier. Ich bin jetzt schon wieder ein bisschen verwirrt, weil hinter mir noch irgendwas Schwarzes angezeigt wird, aber das ist auf jeden Fall was anderes. So, lass mich raten, hier sind wieder 1000 Fallen, in die ich jetzt alle reinrennen werde. Wir müssen noch geradeaus und dann rechts rum.
Das ist nett von dir, Basti. Dass du zumindest einen ablenkst. Und ich keine Lust, jetzt hier groß zu kämpfen, weil ich möchte hinten den Zielort erreichen. Und ich kann nicht laufen, war ja klar. Na gut. Mut bringt den Sieg. Ja, Mut bringt den Sieg. Durchlaufen allerdings auch, Basti. Also es ist nicht so schlimm. Moment, kann man hier... ich muss links rum. Ich glaube, einen von denen muss ich auf jeden Fall mitnehmen, oder? Ich weiß es nicht. Achso, da komme ich so nicht hin. Oh ja, doch, den muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Oder? Trick 17? Na? Nein, leider nicht. Hätte ja klappen können. Oder hat er mich nicht gesehen? Ich bin mir nicht sicher. Seht ihr diese Bresche in der Wand? Ich rieche eine Abkürzung. Ja, Abkürzung ist es nicht. Es ist der einzige Weg, aber kommt das Gleiche raus. So, was haben wir denn hier? Haben wir hier schon den Endboss oder nicht? Das wäre jetzt nämlich in der Tat sehr schnell. Ein aileidisches Tor? Haben Wie lange sind diese Invasoren in Trübmoor geblieben? Vergesst es. Man braucht wohl einen Welkünstein, um es zu aktivieren. Sehen wir uns um. Okay, kann ich nochmal mit dir reden? Wisst ihr, wonach ihr sucht? Sucht nach einem blauen Kristall, ungefähr so lang wie mein Unterarm, der schwach leuchtet. Es muss hier irgendwo einen geben. Na gut, ein blauer Kristall. Wir kürzen das Ganze hier mal ein bisschen zumindest ab. Zack. Ich bin ja die Meisterin im Durchlaufen und alles mitziehen irgendwie. Aber manchmal komme ich auch durch, ohne dass man mich sieht. Wir müssen da oben hin. Naja, gut, okay, die können wir jetzt natürlich nicht abhalten. Die machen wir mal, weil die laufen uns sonst hinterher hier. So. Dann irgendwo hier oben. Och, hat der jetzt den Kristall? Nee, der Kristall ist hier. Nee. Ich glaube, er hat den Kristall. Warte. So. Komm her. Nicht abhärten, Junge. Nicht abhärten. So ist brav. Ein bisschen klebrig. Doch, das sollte gehen. Steckt ihn in die Halterung beim Tor. Das sollte den Weg frei machen. Jetzt hat sie auch noch Ansprüche hier, dass der nicht klebrig sein soll. Was? Sonst haben die hier keine Probleme. Jetzt hätte ich doch sagen können, gut hast du das gemacht. Endlich haben wir einen Welkinarenstein, damit wir das Ganze aktivieren können. Aber nein, der ist ja zu klebrig. Nein. So, wir aktivieren das Ganze jetzt erstmal. Es hat geklappt. Wir sollten herausfinden, wo das hinführt. Machen wir. Jetzt weiß ich auch wieder, warum das so lange war. Also ich meine mich dran zu erinnern. Die Aileiden, die den Stamm des träumenden Hists ausgelöscht haben, haben all das gebaut. Sie müssen Jahrhunderte hier gewesen sein. Wartet, ich höre etwas. Gesundheit. Cassandra! Was hat sie mit dem Stab getan? Ist das der Kashin-Jat-Kristall? So ist es, Famia. Und ich wäre ohne ihn verloren. Lebt wohl. Cassandra, wartet! Na, dann hat sie doch noch eine Verwendung für den Kashin-Jat-Kristall gefunden. Verdammt! Große Güte! Was für eine Gossensprache! Verzeiht! Ich meinte... Nein, nein! Ich meine das so. Verdammt! Ohne einen ermächtigten Wackerkristall von dieser Größe sitzen wir hier fest. Es ist ein Aileidentor, wie das, was wir gerade passiert haben. Könnten wir nicht einfach noch einen Welkinstein suchen? Das wird nicht klappen. Habt ihr gesehen, wie das Tor gelb leuchtete, als sie hindurchging? Und wie diese Steine aufflackerten, als sie vorüberging? Ich glaube irgendwie, dass dieses Tor nur auf agonische Wackersteine reagiert. Steine wie der Kashin-Jat-Kristall. Wir haben den Kashin-Jat-Kristall gefunden.
Wir können hier irgendwo noch einen Wackerstein finden. Ach, ich dachte, ich wäre hier für das Verbreiten von Zuversicht zuständig. Ihr habt natürlich recht. Wir müssen einfach nur einen finden, der die Strahlen der Sonne in sich aufgesogen hat. Seht euch um. Ich bleibe hier und versuche mir eine andere Methode zusammenzureimen. Nur für den Fall, dass ihr mit leeren Händen zurückkehrt. Ich doch nicht. Jetzt bin ich nur gerade am gucken. Moment, da müssen wir durch, ne? Oder? Nee, ich dachte, ich muss da hinten hin. Moment. Nee, hier muss ich tatsächlich durch. Guten Tag. Ich habe leider keine Zeit, aber ich komme bald zurück. Oh. Lauf doch da drüber. Mann. So. Hallöchen. Das sieht ja mal richtig cool aus hier. Alter, wo sind wir denn hier gelandet? Nach all dieser Zeit brachten wir nur dies zustande. Ein lebloses Gewölbe aus Toren, das uns nichts einbringt. Mein Fürst, wir haben einen goldenen Pfad bis an die äußersten Grenzen der magischen Praxis angelegt. Dieser Nexus ist karg, ja, aber... Ihr wollt mich dazu bringen, meine Suche abzubrechen, oder? Die Macht des Hists, die Macht des Residuums übersteigt die eures goldenen Pfads bei weitem. Ich werde mir die Macht des Baums holen, koste es, was es wolle. Das sieht so schön aus wie ein Kargstein hier. Ich will auch so Portale haben. Oh, schade, komme ich nicht drum herum. Na gut, komm. Hinkebeinchen kommt als erstes weg. So. Du auch noch? Du läufst mir ja eh hinterher. Das weiß ich ja. Läufst du mir auch hinterher oder macht der... Seelen verschwinden nicht einfach, Hutern. Bindet sie oder ich suche mir jemanden, der es kann. Tschüss. Mein Fürst, die Magie dieses Wissens ist anders als... Hab ich den jetzt mitgenommen? Nee. Ich dachte gerade schon... Also, als ob ich so einen riesen Schatten mitgenommen hätte. Alter, wo kommst du denn jetzt her? Hallo? Stirb doch einfach. Ich will dieses Tor benutzen. Hallo? Jetzt. So. Dann müssen wir hier durch. Ihr werdet mir wahrscheinlich nachlaufen, aber ich versuch's trotzdem mal. Ja, du kannst nicht. Du kannst nicht. Alter, bis wo zielen die bitte? Kommt hier durch und ihr werdet gebrutzelt. Ich kann den da hinten noch nicht mehr treffen. Ja, der rennt jetzt wieder zurück. Ein neues Tor. Aber sieht so wunderschön aus. Mein Fürst, ihr wolltet mir etwas zeigen? Werft einen Blick auf diese unermessliche Weite. Sagt mir, was seht ihr? Tore, mein Fürst. Ein Reich aus Türen und Gängen. Ja, ein Millionen Tor, von denen keines zum Hist führt. Vielleicht nutzen wir die falsche Art von Gang. Sucht einen der Sonnenkristalle dieser Bestien. Wir haben Arbeit vor uns. Ach, jetzt habe ich ihn ja gerade erst erkannt. Das ist dieser Typ, der uns schon mal begegnet ist in der letzten Folge. Ah. Dieser Hochelf war es, glaube ich. So, wo sind wir denn hier? Moment, kann ich hier... Ich komme hier auch wieder hoch, ja. Okay. Frage ist nur, komme ich dahin, wo ich hin will? Ich muss höher... Aber von da hinten kann ich nicht runtergehen. Nee, dann muss ich hier durch, okay. Bevor ich jetzt nämlich hier den ganzen Weg entlang laufe. Wenn die Kälte nicht klappt, versucht etwas anderes. Sie sind Echsen. Sie können sich doch wohl nicht an alles anpassen. Das ist der Punkt. Ich glaube, sie sind nicht nur Echsen. Ich weiß nicht, was sie sind. Doch, sie sind nur Echsen. Hallo
Leute. Wir haben einen passenden Stein gefunden, mein Fürst. Seine arkanen Eigenschaften ähneln nichts, was ich kenne. Ja, wir hätten sie von Anfang an erforschen sollen. In ihnen nimmt das Licht von Magnus Gestalt an. Erstaunt. Diesen neuen Stein in unsere existierenden Tore einzupassen, das wird Zeit brauchen. Zeit spielt keine Rolle mehr für mich, Hutan. Ich habe mich vorbereitet. Selbst wenn es ewig dauert, ich werde die Geheimnisse des Residuums lüften. Okay. Ich wollte eigentlich nur einen gelben Kristall finden, aber okay. Muss ich den bekämpfen oder kann ich durchlaufen? Ich glaube, ich kann durchlaufen, oder? Der wird mir nämlich nicht angezeigt. So geht's auch. Ich würde mal ausprobieren, gerne mal ausprobieren, was passiert, wenn ich da runterspringe, aber ich weiß, dann bin ich tot. Das ist schön, aber ich frage mich wirklich. Ach, ein gelber Kristall! Ein gelber Kristall! Nimm ihn! So, kehrt zurück. Aber wir dürfen jetzt auf den kurzen Weg zurückkehren, oder? Hoffe ich zumindest. So. Lass es bitte eine Abkürzung sein. Sehr gut. Oh. Ja, fall mal einfach runter. Kein Thema. Hier sind wir. Achso, am Anfang. Okay. Ich dachte jetzt irgendwie, wir kommen von der Seite. Keine Ahnung warum. Ich bin da. Ich habe den Stein. Von mir. Vielleicht muss man die Steine... Wartet. Ihr habt es geschafft. Ihr habt noch einen Wackerkristall gefunden. Na los. Ich kann kaum fassen, dass ihr noch einen Wackerstein gefunden habt. Ich bin froh, dass ihr zurück seid. Ich habe einige verstörende Gerüchte gehört und ich glaube, dass ich sogar einen Geist gesehen habe. Das ist eine archäologische Gefahr, die ich lieber meiden würde. Gehen wir weiter, in Ordnung? Okay, dann komm. Übrigens, für alle, die jetzt nicht von Anfang an dabei waren, also ich laufe gerne ein bisschen durch. Wenn ich kann in dem Moment, weil sonst die Aufnahme natürlich auch zu lang ist. Komme ich hier unten? Komme ich hier noch weiter? Doch, oder? Ja. Es gibt natürlich Gegner, die laufen einem dann ständig hinterher. Ich muss euch selbst töten. Nun, was hat sie da? Vorsicht! Was war das? Wollt ihr mich so verzweifelt von dem fernhalten, was ich will, was mir zusteht? Seid verdammt! Sehr weit kann sie nicht gekommen sein. Beeilung! Nein, ich will dich nicht fernhalten. Ich will dich nur von dem fernhalten, was dir nicht gehört. Cassandra! Lauf doch nicht so schnell, ich hab doch keine Ausdauer. Zu spät, Armia. Ich lasse mir das nicht von euch nehmen. Wartet! Fasst es nicht an! Die ist nicht so groß, sonst hätte ich da jetzt mal eben eine Ulti draufgehauen, aber... Bin auch so mal. Och nee, komm. Bei einem halben Prozent heilt die sich wieder. Das werde ich nicht! Echt jetzt, Cassandra. Die Macht des Hisses untersteht meinem Befehl! Die war schon jetzt mehrfach auf 0%. Hallo? Da ist sie. Da schwebt sie. Ich glaube... Hallo? Ich glaube, ich weiß, warum ich hier bin. Ich soll das Residuum zurückbringen. Das Residuum von Argon. Der Hist will, dass ich es nehme. Gehen wir. Wir müssen Xukas und Jaxik fragen, was nun zu tun ist. Okay. Kann ich mit dir trotzdem noch mal kurz reden? Nein. Okay, schade. Da seid ihr ja. Es tut mir leid. Es ist sehr schwer, sich zu konzentrieren.
Das Residuum ruft nach mir. Es will, dass ich es nehme, aber nur für eine kurze Weile. Wir müssen schnell sein. Geht es euch gut? Fürs Erste schon, glaube ich. Aber lange kann ich das hier nicht tragen. Es gehört jemand anderem. Und wir halten eine Stammeskiste mit Beinlingen und einen Fertigkeitspunkt. Das Residuum. Jetzt sehe ich es. Es enthält all die Seelen. All die Seelen des uralten Stammes. Sein Name war der Wurzelflüsterstamm. Ja, das war er. Ich weiß, was wir zu tun haben. Woher wisst ihr das? Wenn ich das Residuum berühre, höre ich ihre Stimmen. Alt, wie Fels und Weidenruten. Die Seelen sind verwirrt. Sie sind den Aleiden entkommen, aber darauf folgte ein Dasein in Bernstein. Der Hist hat sie sicher darin geborgen. Aber es hätte nie für eine derart lange Zeit sein sollen. Wie können wir sie befreien? Holt Xukas und Jaxik Orn. Ich kann nicht mehr tun, als das Residuum zu halten. Ihr drei hingegen habt noch eine größere Rolle zu spielen. Ich erkläre alles, wenn ihr zurückkommt. Bitte beeilt euch. Ich kann diese Last nur noch eine kurze Weile länger ertragen. Ich gehe Xukas und Jaxik Orn holen. Es sind ja keine schweren Namen, aber es sind irgendwie Zungenbrecher, wenn man die schnell hintereinander sagt. Ja, das hört sich allerdings so an, als ob das noch ein Weilchen weitergeht. Und ich meine auch, dass es da noch so ein bisschen was Verschlungenes gibt. Also so ein paar verworrene Sachen, die ein bisschen länger dauern. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.